Hallo liebe Freunde, willkommen zur zweiten Angezockt-Folge mit dem Game Valheim. Wir haben in der letzten Folge es geschafft, hier uns eine Werkbank aufzubauen. Hier so ein kleiner, was war das, ein Grill? Eine Kochstation, genau. Und ja, wir werden in dieser Folge mal schauen, was wir jetzt alles so bauen können hier am Anfang. Was so viel heißt, wir müssen hier noch ein bisschen looten. Also Holz haben wir hier genug. Und ich habe jetzt auch zwischendurch erfahren, wir konnten ja froh sein, dass dieser Baum, als wir den in der letzten Folge gefällt haben, nicht auf uns gefallen ist. Der tötet uns eiskalt, wenn der uns erwischt. Hätte ich so nicht gedacht, ist aber so. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen farmen, ganz schnell. Irgendwas hat uns gefehlt, aber es bringt jetzt auch nichts zu gucken, was uns gefehlt hat, denn ist eigentlich egal. Wir brauchen eh ein bisschen mehr von allem. So, aber eventuell könnte das schon reichen, nur dass wir uns... Oh, da schleicht ein Gegner rum. Der haut aber schon ab. Sie brauchen... Station braucht ein Dach. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Bauen. Ja, okay. Verschiedenes Bauen, Dekoration. Eigentlich... Wäre es jetzt nicht schlecht, hier eine Spitzhacke zu haben für die Steine. Aber okay, wir schauen mal, was so geht. Holzwand. Versuchen wir mal eine Holzwand. Ah, mit dem Mausrad drehe ich. Also es wäre jetzt viel angenehmer, wenn ich jetzt hier ein bisschen Licht hätte. Aber dann kann ich nicht bauen, war ja klar. Ach, eventuell... Hier das Lagerfeuer müssten wir doch jetzt auch können. Ja, haben wir genug. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Licht. Okay. Wenn wir jetzt mal hier bauen. So, klappt das so? Wäre halt schön, wenn es ansnappen würde. Wundert mich halt, dass wir keine Foundations jetzt hier... Also wahrscheinlich können wir Foundations bauen, aber ich sehe sie halt momentan nicht. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt ist das Baumenü hier ein bisschen... Ah, vielleicht kann ich so eine Half-Wall draufpacken. Da war es doch. Sehr gut. Sieht zwar extrem scheiße aus, aber okay. Da war noch kein Snapband. Hier, so. Ich glaube, das ganze Haus sieht komplett scheiße aus, wenn es fertig ist. Aber egal. Halt. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen mehr Holz. Gut, dann gehen wir jetzt Holz jagen, abfarmen. Nicht jagen. Mir ist kalt, ich friere. Mimi. So, weg. Und fällt er? Dahin. Meine ich das nur, dass der Ingame-Sound ein bisschen leise heute? Gibt es überhaupt keinen Ingame-Sound? Ich weiß es nicht. Vielleicht setzt die entspannende Musik in der Nacht aus. Wow, da kommt ein Pisser. Der haut mich auch gleich. Krass, das erste Mal, dass wir wirklich angegriffen wurden. Da haben wir schon mal ein bisschen Holz, dann hier fäll ich gerade mit. Also hacke ich gerade mit. Aber diese Rabe, ich will gerade nichts von dem Raben, deswegen nervt es mich ein klein bisschen. So.
Hä? Ich kapier grad hier den. Ah, jetzt. Das Baumenü ist echt gewöhnungsbedürftig, aber wir schauen mal, vielleicht reicht es sogar schon. Ist das hier? Keine Ahnung. Das ist eine Kiste, das ist ein Beet, das ist eine Standfackel. Okay, wir hören uns einfach mal an, was der Rabe zu erzählen hat. Vielleicht ist es ja wichtig. Du scheinst zu zittern. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Okay. So, ah, okay, hier ist noch ein abgefallener Baumstumpf, den nehme ich mit. Also, Baumstamm. So. Reicht das hier mit dem Dach? Ich weiß es nicht. Kann ich hier hochspringen eventuell? Nee. Leider nicht. Station braucht ein Dach. Ja, okay, wir müssen noch ein Dach bauen. Ich will keine Wand, ich will ein Dach. Oh, das sieht hart scheiße aus. Okay, reicht's jetzt? Nee, immer noch nicht. Was fehlt denn hier? Okay, kann ich vielleicht irgendwie mir was bauen? Ah, hier eine Leiter. Eine Treppe. So. Okay. Um was wetten wir, dass ich jetzt nicht genug Holz mehr habe? So, jetzt ist doch eigentlich zu, oder? Oh, cool. Wir haben Tag 3 erreicht. 2. Station braucht ein Dach. Wollt ihr mich verarschen? Super, wir brennen. Ich hab doch ein Dach hier drüber. Ist sogar fast dicht. So, Maus 3 entfernen. Wir entfernen einfach mal alles. Das macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Ich habe einen scheiß Standort mir gewählt. Wir beginnen einfach nochmal woanders da neu. Ansonsten sieht das hier jetzt total kacke aus auf Dauer. Ja, da jetzt alles zugleisten. Also wenn, will ich auch was Schönes aufbauen. So, alles weg. Also ich kann noch nicht mal irgendwas abreißen, wenn hier die Station nicht da ist, die Werkbank. So, wir suchen uns jetzt mal irgendwas Ebenes. So, was willst du? Willkommen. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Bringe mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge her. Was? Ach so, beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe andere Dinge hergestellt werden können.
Jo. Werden wir auch gleich machen, sobald hier alles ein bisschen ebener ist. Unser Axt geht auch langsam zu Bruch. Schade, wir haben keinen Stein hier in der Nähe. So, wir nehmen mal Essen mit. Ich weiß jetzt nicht, was die untere Anzeige, die linke hier neben mir, na, vielleicht seht ihr es nicht so ganz, hier neben mir zu bedeuten hat. Also unten, das ist eine Gabel, aber das hat so ein Symbol, als wäre das jetzt irgendwie unendlich oder so. Keine Ahnung. Wir können trotzdem essen. Oh, wir haben Stein hier. Was willst du? Runenstein. Überlieferung. Wildschweine sind zu. Was? Okay. Dieses Land ist wild und ungestüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender. Des guten Holzes, und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und besieh dir auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und zähmen. Näher dich ihnen und. Oh, er nähert sich mir. Okay, das war's wohl. Ah, wir können das Kleidung jetzt craften. Ruft, hölzerner Turmschild. Aber ich würde nur gerne wissen, was hier am Ende stand. Näher dich ihnen und biete ihnen Futter an. Sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Okay. Na komm her. So, wir suchen mal weiter. Ich hätte echt gern eine gerade Fläche zum Bauen. So, wie war das mit der Karte? Na gut, nicht schlimm. Oh, das sieht aus, als wäre hier so ein kleines Dorf. Mehr oder weniger. Oh, was ist das? Ja, wir sind nur abgerutscht. Ich dachte gerade, das wäre ein Erdbeben oder sowas gewesen. Oh no! Wir können eigentlich wieder hoch. Na gut, hier gibt es genug Stein. Von diesen Rehe. Sowas wie Ausguck. Ah, hier ist ein großer See. Vielleicht wäre es ganz clever, hier ein Haus zu bauen. So, einmal Werkbank.
Boden. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das mit dem Dach nicht funktioniert hat. Wir haben kein Dach gebaut, wir haben einen Holzboden gebaut. Vielleicht ist es echt manchmal clever, vorher zu lesen, bevor man was macht. So, Snappoint, da war er doch. Hier. So. Haben wir auch direkt ein Haus am Meer? Das dürfte die Eingangstür sein, ja. Dann machen wir erstmal die Wände. Okay, also wenn man so ein bisschen raus hat hier mit dem Bauen, ist das schon deutlich angenehmer. Okay, hier willst du jetzt nicht mehr snappen, oder was? So, machen wir das so. Okay, dann haben wir jetzt hier die Tür. Baue ich dann die Smithy mal rein. Okay, cool. So, als nächstes sollten wir uns dann das Dach bauen. Ist das hier Strohdach? Strohdach. Ah. Okay, wir müssen, so wie es aussieht, Holz farmen gehen. Können wir das hier abholzen? Ja. Können wir gleich ein bisschen Ordnung hier vor der Tür machen. Oh. Sehr gut, das Dach hier reicht sogar schon. So, ich habe mal irgendwas gehört, es ist günstiger zu reparieren for free, anstatt jetzt hier... anstatt das hier jetzt neu zu bauen, aber ich weiß nicht wie. Okay, repariere. Ah, repariere einen Gegenstand. Zerlumptes Hemd repariert, Steinaxt, Keule repariert, Hammer. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir gleich alles repariert, was wir hier kaputt hatten. Oh, Goblin. Oder Grayling.
So, mal schauen, was können wir jetzt weiterbauen. Erstmal reiße ich hier die hier ab. So, hier kommt dann wieder ein weiteres Dach hin. So, was? Strohdach-Innendecke, kann das das sein, was jetzt hier fehlt? Ah ja, ist genau das, was fehlt, aber ich... Oh nein! Jetzt kommen wir hier nicht raus, oder was? Ich wollte doch ein bisschen höher bauen. So, wie machen wir das am besten? Na gut, hier werde ich das höher setzen müssen. So, jetzt müsste es eigentlich besser passen. Wie kriege ich denn das jetzt hier am besten hier oben hin? So, oder? Wir improvisieren jetzt einfach mal irgendwie ein Dach. Das geht nicht. Ach, wir blockieren's. Nein, das funktioniert so also auch nicht. So, dann machen wir halt das nächst clevere, reißen das Dach nochmal ab und bauen das alles hier einen Ticken höher. So. Es ist schon ein bisschen tricky hier wirklich zu treffen. Oh, was ist das da hinten? Magischer Wald im Meer oder was?
Okay. Jetzt steht's. Dann gleiches Spiel wie eben, nur jetzt eine Stufe höher. Na, warum snappt das nicht? Jetzt, oder? Okay, will nicht so ganz, wie ich das will. Ja, das kennt man ja schon. So, gut. Dann geht's jetzt erstmal ins Farm. Es wird auch schon. Ne, ich dachte gerade, es wird schon wieder dunkel. Aber es dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern, bis es dunkel wird. So, ich kann auch mal gucken hier mit dem Essen. Kann ich nicht mehr essen, okay. Also ich kann nur einmal Himbeeren essen, dann war es das erstmal. So gut, ja, ich überlege gerade, was ich euch noch erzählen kann, aber mir fällt gerade eigentlich gar nichts ein. Ich bin gerade so im Bauen vertieft, merkt ihr wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall interessant, also es ist diese Hintergrundmusik, das ist, wirkt auf einen wirklich sehr entspannt. Und man weiß zwar, man hat hier größere Aufgaben, aber es ist momentan jetzt nicht so, dass man unter Druck gesetzt ist oder so, irgendwas schnell jetzt auf die Reihe zu kriegen. Das ist eher hier, bau mal ein schönes Häuschen in aller Ruhe, so wie es dir gefällt. So. Nur halt mit dem Baumenü komme ich echt nicht so ganz klar momentan. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch hier außen das. Jetzt wird es auch wieder dunkel. Okay, ich sehe halt gerade auch nicht, was ich mache. Also eventuell verschiebe ich das auf morgen früh. Nee, das bringt mir auch nichts.
Ja. Gut, wie gesagt, es ist jetzt Nacht. Ich sehe eh nichts, was ich hier groß mache. Wir warten jetzt einfach den nächsten Tag ab, würde ich sagen. So, Freunde, der Tag ist angebrochen. Ich habe wieder angefangen zu bauen und zack, unser Haus ist dicht. Endlich. So, als nächstes, wir können uns ja mal angucken, was wir noch so bauen könnten. Wir könnten Skigard, das ist hier, so ein Zaun. Wir könnten natürlich auch eine Palisadenwand, was das? Holzbalken können wir auch bauen. Okay. Das gibt natürlich ziemlich viele Möglichkeiten. Hier so ein großes Tor. Ich weiß nicht, wir haben halt zu wenig Holz für den Anfang jetzt. Deswegen würde ich das mit dem Holz erstmal lassen. Aber wir können hier unsere Bude schon mal so ein bisschen einrichten, zumindest. Hier ein kleines Lagerfeuer. Kann ich scheinbar nicht drinnen platzieren. Er muss scheinbar draußen sein. Ah, ich kann es generell nicht auf irgendwelchen Plattformen aufbauen. Das ist interessant. Halt auch ein bisschen blöde. So, Floß könnten wir hier kleinen Grill. Dann bauen wir den doch hier rein. So, gibt es sonst noch was? Dekoration? Hier so eine Fackel. Ja, dann wird uns hier nicht allzu kalt. Genau, machen wir die mal hier hin. So, dann schauen wir mal, was die Werkbank so zu bieten hat. Also, wir können reparieren. Aber wir könnten auch hier eine Harke uns bauen. Werkzeug des Bauern, um den Boden zu ebnen. Ah, okay. Upgrade, Steinaxt, Keule, Hammer, zerlumptes irgendwas. Was hier? Ach so. Okay. Harke, ja, dann machen wir einfach mal eine Harke. Die hatten wir bisher noch nicht. Was brauchen wir denn für Bogen? Lederschnipsel. Ein kleiner Haufen Lederschnipsel. Also ich habe welche gefarmt. Das müsste jetzt eigentlich von diesem, wie heißt es, von den Wildschweinen kommen. Okay, ich repariere einfach mal alles. So, und ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen auf Tierjagd. Da vorne ist der Rabe, der will was von uns. Du hast eine Hacke hergestellt. Dieses Werkzeug wird zur Landwirtschaft verwendet. Man könnte sagen, dass es sich mit einem Hammer perfekt ergänzt. Verwende sie, um den Boden zu säubern und das Terrain zu manipulieren. Es ist leichter, Gebäude auf ebenem Boden zu errichten. Ah, okay. Könnt ihr mal versuchen? Okay, das klappt eigentlich ganz gut. Das Lustige ist, unser Lagerfeuer schwebt jetzt natürlich in der Luft. Oh, wir brennen. Ist nicht gut. Kann ich das abreißen? Nee, anscheinend nicht. Oder? Doch, kann ich. Okay, das ist ein
vorgefertigtes Gebäude, aber ich kann es abreißen. Das ist... Okay. Ich weiß nicht, ob es unbedingt praktisch oder cool ist, aber... Man kann es schon gut verwenden, wenn man jetzt hier irgendwie was Spezielles aufbauen will und das in der Umgebung irgendwie stört. So, das Lagerfeuer mache ich auch mal weg. Das sieht gleich ganz anders aus, wenn das hier alles planiert ist. Kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter planieren. Also rein theoretisch könnte ich mir jetzt hier voll das Loch graben. Okay, sieht schon ganz interessant aus. Was mich jetzt interessieren würde, kann ich mir hier auch ein Loch buddeln? Ne, scheinbar ist hier Schluss. Mehr geht nicht. Ja, was da hinten? Ist da... Ist das ein Stein oder... Nein, das sind die Wildschweine. Sehr gut. Lederschnipsel, jawohl. Die kriegen wir von denen. Dann machen wir die doch mal platt. Die Frage ist jetzt natürlich, ich habe nicht aufgepasst, wie viel ich überhaupt von denen brauche. Den hatten wir doch schon, oder? Nee. Dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel hoch oben blau ist, wird ein Kamin und zu Hause sein. Okay. Naja, gut. Ich würde sagen, ich sammle hier jetzt noch ein bisschen Holz und wir machen für diese Folge erstmal unsere Base soweit fertig. Dass da auch niemand rein kann. Zu stabil. Oh, da hinten sind zwei Gegner. Oh, das sind schon wieder bessere. Die werfen irgendwas. Hab ich... Oh no! Die haben mich getötet! Oh shit! Okay, die Frage ist... Oh nein, ich spawn hier! Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay, auf der Minimap sieht man mein Totenkopf-Symbol. Also das ist der Weg, wo ich hin muss. Okay, aber wir können natürlich auf dem Weg dahin ein bisschen farmen. Oh no! Ich habe keine Waffe, verpiss dich! Ich habe keinen Bock wieder zu sterben. Nicht bevor ich mein Stuff wieder hab. Ich bringe Nachrichten. Ja, schön für die Nachrichten. Ich will erstmal hier mein Stuff wieder haben und zu meinem Zuhause zurückkehren. Davon abgesehen bin ich nackt. So, also angeblich wäre jetzt hier mein Zeug irgendwo da vorne, oder?
Ja, GameX. Sehr gut, ich habe mein Zeug wieder gefunden. Okay, hätten wir das auch mal rausgefunden? Was passiert, wenn man stirbt? Also man wird vorne an den Anfangsrunensteinen. Hä, was ist das hier? Leichenlauf. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Ich habe da geblockt. So, einer ist down. Okay, super, die sind alle down. War aber auch, glaube ich, ein bisschen knapp. Also, ich würde gerne wissen, was es eben oben rechts mit dem Leichenlauf heißen sollte. Ah, das ist ein Schwein. Okay, Wildschwein-Trophäe haben wir. Reicht das jetzt schon für irgendwas? Ich gehe mal zurück in die Base. Okay, wir können Holzschild machen, aber na, Bogen, uns fehlen noch drei. Dafür könnten wir Klamotten uns bauen. Ich hätte aber eigentlich lieber gern Bogen. Müssen wir da nochmal losziehen? Ja, da vorne ist ein Reh, aber ich bezweifle, dass wir das Reh kriegen. Ich versuche es einfach nochmal. Da ist es. Nicht rennen, ich mach's ganz langsam. Oh, was hat uns schon gemerkt, oder was? Sieht so aus. Okay, bevor der Rabe jetzt mich hier weiter zutexten will. Aufstehen, du bist noch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vergisst du einen kleinen Teil deiner Fähigkeiten und du lässt deinen Besitz fallen, an dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir doch ein Bett zu bauen, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Okay, kann ich das Bett jetzt bauen schon? Hier nicht. Ist das hier? Bett? Ja, natürlich kann ich. Aber erst an der Werkbank. Ah, da unten sind die Schweine. Okay, ein Lederschnipsel habe ich. Ich nehme nur zwei. Ja, schade.
So, sehr gut. Wir haben ein Reh. Läuferhirsch, Rehhaut. Okay. Ja, super. Das nehmen wir auch noch mit. Da rennt uns eins entgegen. Ja, genau. Renn ins Wasser. Renn ins Wasser. Da bist du, glaube ich, nicht mehr so schnell. Yes! Hirsch-Trophäe. Okay, hat sich doch gelohnt. So, bevor wir jetzt uns ein Bett bauen, will ich mir erstmal hier den Bogen bauen. Es reicht immer noch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ach stimmt, wir haben das letzte Schwein ja nicht gekriegt. Aber egal, dann machen wir erstmal hier jetzt ein Bett. Irgendwie. Ist ziemlich groß, dieses Bett. Okay, was sagst du? Ein Kopfpolster für die Erschöpfung. Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Ja, okay. Gut, also wir können schlafen. Wir haben unsere Base soweit. Wir können uns auch noch einschmeißen und wir können feinen Bogen uns craften. Ich würde sagen, die Folge hat sich gelohnt. Wir haben uns aufgebaut. Wir können jetzt als nächstes auf Erkundung gehen. Und ja, das war die Baufolge unseres Angezockts. Es ist ein bisschen tricky, aber man kann schon coole Sachen bauen, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und sehen wir uns in der dritten Folge wieder. Die letzte Angezockt-Folge. Ich hoffe es. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein!